Ja, ich bin dann gespannt, wenn wir mal den Geschichtsnachhilfeunterricht in der geistigen Welt bekommen. Ja. Hier kommt natürlich die Frage. Ach ja, die Frage, wie ist die Erde wirklich beschaffen? Ist sie tatsächlich ein Planet und somit eine Kugel? Oder ist die frühere Theorie der flachen Erde richtig? Die umgeben ist von Eiswänden und sehr viel Wasser und dahinter noch weitere Erden bzw. Kontinente existieren mit anderen Zivilisationen. Also, ich kann jetzt nur das aufzählen, was ich aus meiner Sicht sicher weiß. Und das ist halt, dass die Bilder von der Erde, die wir von der NASA bekommen, halt auch nicht die ganze Wahrheit sind. Und ob die das tun, weil die Raumschiffe weg rausnehmen müssen aus dem Bild. Oder ob es wirklich mit der Form zu tun hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aber man verschweigt uns da schon etwas. Und ich für mich habe mir so überlegt, mir ist das eigentlich egal, ob die Erde rund ist oder flach oder ob sie ein Würfel ist. Weil, ja, was ändert das? Also, dann weiß ich einfach, man hat uns nochmals irgendwo belogen. Aber das ist ja auch keine Überraschung, wenn man anschaut, was man uns sonst verheimlicht. Und darum, also, was für eine Form die Erde hat. Ich habe da schon alles Mögliche gehört und ich lege mich da gar nicht fest. Für mich ist das so offen und eigentlich auch gar nicht wirklich wichtig. Du sprichst Aber mir aus dem Herzen, sorry, ja. was es schon gibt, sind diese Städte, die es auf der Erde gibt, von denen wir nichts wissen. Und die sind teilweise in der inneren Erde und teilweise auch feinstofflich. Und dass wir sie dann nur sehen, wenn wir auf eine andere Dimension gehen. Und es gab auch Riesen früher. Ja, aber ob das jetzt damit zu tun hat, dass die Erde flach ist oder ein Würfel, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, du sprichst mir aus dem Herzen, weil es ist so unwichtig und manchmal habe ich das Gefühl, eben, du sagtest, es ist toll, dass es das Internet gibt, aber manchmal kann man sich so verlieren in all diesen Theorien und hin und her und es ist wirklich nicht wichtig, weil wichtig ist ja eigentlich nur das, was wir in unserem Inneren bewerkstelligen. Und da hat jemand gefragt, da wir doch wissen, dass wir die Realität mit Gedanken erschaffen, müssen wir ja auch wissen, was wir für eine enorme Verantwortung haben, welche Gedanken wir denken. Und die Frage ist jetzt, Ob du das auch so siehst und ob du zum Beispiel, es wird ja mit unseren Gedanken gearbeitet, also diejenigen, die hier, wie du sagtest, die Kontrolle haben möchten, die wissen ja, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert. ja, also wenn die auf der physischen Ebene etwas manifestieren wollen, also zum Beispiel einen Krieg oder sonst etwas, dann können die das nicht einfach so, sondern das Bewusstsein von dem Menschen muss möglichst dem zustimmen. Also wenn alle Menschen keinen Krieg wollen würden, egal wer mit wem, dass man das einfach nicht will, dann könnte auch kein Krieg entstehen, weil ja alle so ausgerichtet sind, dass man das gar nicht will. Und wenn man die Menschen aber dazu bringt, dass sie glauben, Krieg sei nötig oder für irgendwas gut,
oder die anderen, die sind so böse, das muss man jetzt einfach. Dann geben die Menschen ja die Zustimmung dafür. Und dann haben die Menschen, die im Hintergrund das kontrollieren, wie die energetische Erlaubnis von den Menschen, dass das passiert. Und darum sind ja auch die Medien so gesteuert, dass man die Menschen in eine Richtung lenken will. Weil da wird dann ja gesagt, nur das ist gut und das ist nicht gut. Und das ist ja ganz bewusst so. Und wenn wir wollen, dass uns das nicht passiert, dann müssen wir zuerst wissen, dass die das tun. Weil wenn wir das nicht wissen, dann können wir es auch nicht verhindern. Weil wir dann davon ausgehen, dass das alles so stimmt und richtig ist, wie man es sagt. Und dann bemerken wir gar nicht, was mit uns passiert. Und darum müssen wir wissen, dass unsere Gedanken so genutzt werden. Das ist zwar nicht wirklich schön, aber nur so können wir das verändern und schauen, dass es mit uns nicht mehr passiert. Weil die auf der Welt vieles kontrollieren, die brauchen ja unsere Schöpferkraft. Also die können überhaupt gar nichts physisch wirklich machen, wenn die nicht die Erlaubnis haben von, es müsse nicht alle sein, aber möglichst viele Menschen. Und mit Erlaubnis, das ist nicht nur, dass man das gut findet, sondern das reicht schon, wenn man sagt, mir ist das egal, ich mache einfach mit, ich überlege mir da gar nichts groß dabei. Das nutzen die auch schon. Und darum ist es schon gut, wenn wir uns überlegen, in welcher Welt wir wirklich leben und was hier alles ist. Aber nicht so wie mit der Form der Erde, dass wir uns darin verlieren, sondern einfach, weil es halt gerade nötig ist, dass wir das kennen. Damit eben unsere Schöpferkraft nicht für irgendwas genutzt wird, was wir gar nicht wollen. Weil bei den Menschen ist ja die eigentliche Macht. Die liegt nicht bei denen, auch wenn die Pläne haben, die schon sehr, sehr alt sind. Aber das ist eigentlich egal, weil es hängt von den Menschen ab, was sie wie umsetzen können. Darum sind die Menschen auch nicht ohnmächtig dem ausgeliefert. Ich habe mal einen Artikel gelesen von Frankreich. Ich vermute, dass das stimmt und selbst wenn nicht, ist es auch egal. Weil es zeigt einfach, um was es geht. Da gab es einen Einkaufsladen und der hat dann irgendwann gesagt, er nehme kein Bargeld mehr an. Man kann nur noch digital bezahlen. Und da gab es einige Leute in der Nähe, die wollten aber nicht digital bezahlen. Und haben sich dann miteinander verabredet, dass sie am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit als Gruppe einkaufen gehen in dem Laden. Und alle haben dann den Leuten dort drin gesagt,
Ja, aber wir zahlen nicht digital, wir haben nur Bargeld dabei. Und weil dann der ganze Laden voll mit Menschen war, die gesagt haben, ja, aber wir wollen das nicht, dann hat er das wieder geändert. Dann kann man wieder mit Bargeld zahlen. Und das ist einfach ein Beispiel, um was es geht, dass selbst wenn wir von irgendeiner Seite so seltsame Regeln bekommen, dass wir dann nicht in eine Ohnmacht gehen, wo wir das Gefühl haben, wir können nichts tun, sondern dass wir uns daran erinnern, dass wir, wenn wir alleine sind, dann können wir da wirklich nichts tun. Und mit 2 und 3 Leuten auch weniger. Aber wenn wir genug sind, dann kann man alles ändern. Und das geht halt auf beide Seiten. Das kann in eine positive Richtung gehen und auch in eine nicht so schöne. Aber denkst du, dass wenn jetzt auch einzelne Menschen etwas ändern, dann geht es ja ins Feld und dann tut sich das ja auch zusammen. Also wir müssen ja nicht immer 10 Leute an einem Ort sein, um was zu verändern. Weißt du, Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viele Menschen kennen oder ja, jetzt sowas wie in dem Laden nicht machen könnten, die alleine sind, aber die können ja auch ganz viel tun. Also energetisch verbindet sich das schon. Und ich meine jetzt nur physisch, weil auch wenn sich das dann energetisch verbindet, es braucht ja eine Zeit, bis sich das physisch runter manifestiert hat. Ja, das hast du ja vorhin auch sehr schön erwähnt, dass du sagtest, es ist schon an verschiedenen Orten wirklich gereinigt und die Erde ist, also die Erdoberfläche ist eigentlich der letzte Ort, an dem wir das jetzt wie noch gar nicht so zu spüren bekommen. Also, ja, das macht doch Hoffnung, oder? hier möchte jemand wissen, was kann ich tun, wenn ich immer wieder merke, dass ich unbewusst gegen das Licht arbeite? Also, dann kann es ja schon mal nicht ganz unbewusst sein, weil er bemerkt es ja. Du bist so toll. Und das ist ja das Gleiche, wie wenn wir einen Glaubenssatz haben, wo wir merken, der blockiert mich eigentlich. Wir müssen uns dann immer wieder für das Neue entscheiden. Und das geht halt dann manchmal eine Weile, bis das Neue so in uns drin ist, dass wir das dann von selber denken und uns nicht immer wieder daran erinnern, weil das Alte wiederkommt. Also eigentlich braucht es nur Geduld. Also man muss einfach wissen, was will ich stattdessen? Und dann braucht es einfach Geduld, dass man das immer wieder wiederholt. Ja, und immer wieder eine Entscheidung von Neuem. Ja, also wenn du das wiederholst, dann musst du dich ja dafür entschieden haben.